Watch Dogs. Ich bin in meinem sicheren Raum angekommen bei meinem Auto, dass ich jetzt einsteigen kann. Einsteigen. Verlassen Sie das Hubgebiet der Polizei. Okay. Wie man ein Fahrzeug steuert. Am besten mit dem Lenkrad, oder? W beschleunigen. S ist bremsen. Und S halten Rückwärtsgang. Leertaste ist die Handbremse. Umschalt ist nach hinten umsehen. C ist die Kamera wechseln. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Uiuiui. Keine Chance, dass er uns entkommt. Etwas. Etwas Beschleunigung. Oh ja. Ampel. Muss man die Ampel hacken? So, Ampel ist gut. Verfolgung auf, over. Nein, ich werde verfolgt. Der hört erst auf, wenn wir ihn springen. Los, rammen wir ihn. Es ruckelt gerade eben. Ich weiß nicht, wieso. Ich stelle einfach mal nicht auf Ultra, sondern mach's einfach mal auf Hoch. Oder auf automatisch erkennen. Na, automatisch erkennen. Okay, dann hat es mir auf hoch eingestellt. Anscheinend ist irgendwas überlastet. Mit Ultra. Naja, dann spielen wir eben auf hoch. Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort! Mich hat er mich! Stirb! Schalt zu, C ist Kamera. Okay, so ist er das. Wie hoch man ist. Oh mein Gott, nein, so weit. Ah, so weit, das recht. Fahren Sie sofort weg! Genau. So weit nicht. Leute, ich Das Auto ist schon fast im Arsch. Genau. Fahren wir irgendwo dagegen. Weißt du schon, Spaß macht. Haha, ausgestiegen. Oh, das schalte ich aus. Dann kommen Sie in die Cops. Eine Straße hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Ich kann mich in den Wagen verstecken mit F. Jetzt habe ich den Wagen. Nein, sie wurden getötet. Ach. Ja, Freunde. Wir weichen das Zuggebiet so nach Süden aus. Dann kommen sie aus dem Stadion. Dann gleich nochmal. Nächster Versuch. Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Ich wurde gerade wiederbelebt. Dann rennen wir doch nochmal zum Auto. Ah, ich kann die Kamera hacken. Und das bringt mir das. Gesichtserkennung 4 geschlagen, das bringt's mir. Und ich kann die nächste Kamera hacken. Oh, die Kamera. Ich nehme doch die Kamera in der dunklen Gasse. Und jetzt kann ich den Typen hier hacken. Frisch vermeldet. Zerboten. Wird er nicht, er weiß ja nicht mehr von der Kopie. Überprüft nie seine Rechnungen, er zahlt sie einfach. Er merkt, wenn du eine Reise buchst. Dann bin ich schon weg und er kann mich mal. Soll er doch probieren, sich das Geld zurückzuholen. Keine gute Idee. Du weißt, wie jähzornig er ist. Ja, ich glaube, so läuft's ihn wieder. Frisch vermelden Ehe ab. Scheißkerl kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Essensmagen gestrichen. Verkauft ein Obdachlosenmagazin. Ja. Dann zurück zu der Kamera. Und dann schauen wir uns auch noch die Kamera auf der Straße an. Ah, wer ist denn das? Mit extra Sour Cream. Aber voll, Mann. Okay, ich bestell jetzt. Sollte hier sein, wenn du nach Hause kommst. Er könnte sich in einem Danke, Parkhaus Babe. Schmatz. Ja. Hunger bekomme ich jetzt auch leicht. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei.
Benutzt Bibliothekscomputer für Internet. Oh mein Gott. Okay, ich dachte schon, die haben mich gesehen, die Polizisten. Zum Glück nicht. Repariert kaputte Elektronik. Dann schauen wir uns auch noch die Kamera hier an. Außer Reichweite. Ja. Da kann ich auch nichts dran ändern. Außer Reichweite. Tja, dann im Spaß ein Ende. Und gehen wir zu unserem Auto. Einsteigen. Okay. Habe ich davor schon gelesen. Kann ich mir nicht merken. Im Wagen versteckt. Mit wie schaut denn das aus? Kann ihn jemand sehen? Okay, jetzt bin ich versteckt im Wagen. Okay. Warum das davor nicht geklappt hat? Weil die Polizisten mich wahrscheinlich schon im Wagen gesehen haben oder so. Naja. Hey, geh weg. Ja, fahr doch weg. Ja genau, jetzt fahr auch noch hier rein. Wir weichen die Suche nach Osten aus. Ja, mach nach Osten. Das ist super. Okay. Diese Polizeifunk, wie kommt das zum Superhacker? Einfach sagen, sie sollen alle wegfahren. Nein, die Beschleunigung von dem Auto ist wirklich hart. Noch keine Spur vom Verdächtigen, wir suchen weiter. Versteckt. Wir sehen nein. Ein bisschen, versteckt. Nee, ich habe ein bisschen Schiss, dass sie mich wieder erwischen. Und dass ich das Auto wieder zu Schrott fahren kann. Dieser Dreckskerl wird uns nicht erwischen. So, jetzt hat's, oder? Wagen verstecken. Ja, die haben da anscheinend eine Schule Polizei aufgestellt. Also, ich kann super fahren, wie man sieht. Sehen mal nördlich von eurer Position nach. Ja, ich hab's vorbeigeschafft, ohne dass sie mich gesehen haben. Leitstelle Verdächtiger ist weg, wir brechen Flucht ab und erfolgreich. Kommen das habe ich echt gebraucht. Perfekt. Endlich. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Reicht sie das Versteck? Ah, muss sie haben die falsche Richtung verlassen. Aber was? Wie? Ja, ich habe ihn war hier zuerst. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Okay. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Karten und GPS. Ich habe $855 erhalten anscheinend. Jederzeit möglich. Drücken Sie M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann auf linke Maustaste, um eine GPS-Markierung zu setzen. Ihr Missionsziel wird in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Sie können per Schnellreise zu einem beliebigen Versteck reisen. Ja, ganz normale Kartenbedienung. Ist nichts dabei. Testen wir es einfach mal aus. Wo ist denn mein Versteck? Da vorne ist es ja. Ziel, genau. Okay, perfekt. Wegpunkt gesetzt. Raus. Ah, dann GPS funktioniert. Einwandfrei. Sogar auf der Straßenbeleuchtung habe ich quasi. Ah, was auch immer das war, das will ich nochmal sehen. Ah, ich kann den Alarm auslösen.
perfekt. Dass ich das mitbringt, aber der Alarm ist ausgelöst. Genau, fast alle auf einmal. Also ich komme mit der Steuerung nicht so zurecht, muss ich sagen. Mit der Autosteuerung zumindest. Noch nicht. Das kommt wahrscheinlich noch. Aber ich bin falsch gefahren. Naja. Also mich wundert es, dass das Auto überhaupt noch fährt. Den Fall unten hier. Aber die anderen können anscheinend auch nicht besser fahren. Ui, das Auto ist geil. Kann ich nicht irgendwie aussteigen und ein anderes Auto nehmen? Jetzt klappt mit der Steuerung schon besser. Ampel, was? Ampel? Ja, Ampel. Oder Lilia, oder was heißt das? Ja, doch, Akku leer hat mein Handy. Jetzt sehe ich's. So, hier rüber. Erstmal die Fußgänger rüberlassen. Mal geht's doch. Mai, Klops. Ich soll zu McDonald's gehen, ey. Ja, genau. Erreichen. Ah, das ist aber Platz, oder? Da steht. Sprengen, ja, da steht nicht drüber. Ich dachte, ich muss da hinpacken. Schön eingepackt, so wie es gehört. Wagen verstecken. Wie kann ich denn aussteigen? Two Chains. Nächster Song. The Cool Song. Kids. The Right Now. Rise Against. Wie auch immer, ich möchte eigentlich nur aussteigen. Habe ich nicht aufgepasst oder wie steige ich nochmal aus? Ah, mit E. Okay. So, soll ich zuerst sprengen oder eh erst erreichen? Erreicht sie ihr Versteck? Egal. Sie wurden getötet. Ja. Man sollte nicht sprengen, während man auf dem Ziel steht. Nein! Doch, ah, ah. Doch, ich muss nochmal anfangen. Okay, aber nochmal sprengen, weil es nicht war. Okay. Also ich bin ja auch ein leichter Idiot, oder? Vielleicht nochmal sprengen. So, jetzt. Noch was zum Sprengen hier? Ich will noch irgendwas sprengen. Geldautomat sprengen. Okay. Nochmal die Waffe. Ah, da ist jemand zum Hacken, oder? Kann ich die ganze Welt hacken, oder? Das ist ziemlich cool. Sprengen. Oh. Ja, wieso stirbst du auch? Nee, du bist nicht, oder? Nee, 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 komm, komm, komm. Steh auf, steh auf, steh auf. Nein. Ich wollte ihn nicht töten. Ah. Okay, aber es gibt keinen Punktabzug. Also, pff. Hat keiner gesehen. Nichts passiert. 13 Meter erreichend. Okay. Sequenz. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Mysteriöses Fragezeichen. Also für das, dass seine Nichte gerade gestorben ist, so finde ich, hat er sich noch gut unter Kontrolle. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt.
Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay. Dann gebe ich dir Zeit. Skillpunkt erhalten. Mit mittlerer Maustaste Fähigkeitsbaum öffnen. So, was haben wir denn hier? Hier habe ich einmal Hacken. Tore und Garagen. Diese Fähigkeit wirklich? Nein. Na, zurück. Zurück. Escape. Nein, ich möchte zurück. Nee, nicht akzeptieren. Nein. Oder kann ich nur diese Fähigkeit gerade ausbauen? Scheint so. Naja, egal. Tore und Garagen. Q halten, um Türen, Garagentore zu öffnen und zu schließen. Okay, bei denen schaut es alles so leicht aus. Ich kann ja nicht mal Auto fahren. Verfügbare Skillpunkte 5. Was habe ich denn hier? Okay, passt. Jetzt kann ich rumgehen. Roller. Punktekosten halten. Ne, Roller, genau. Poller. Q halten, um Poller zu heben, senken. Ah, das ist doch cool. Q drücken, während die blaue Raute blinkt. Nein, beim Drücken. Q drücken, während die blaue Raute blinkt. Q, um Fahrzeuge aufzuhalten. Okay. Ah, das schaut doch geil aus. Damals haben wir denn, sollen wir das überhaupt machen? Jetzt schauen wir erstmal rum. Wir haben ja noch ein paar Punkte hier. Brücken. Okay, die Brücke fährt hoch. Q halten, um städtische Brücken zu öffnen und zu schließen. Ist doch auch cool. Was haben wir als nächstes? Hochbahnsteuerung. Punkte kosten auch 1. Q drücken, um die Hochbahn zu starten oder zu stoppen. Auch praktisch. Zusatzakku fügt ein extra Energiefeld hinzu. Das mache ich gleich mal, weil der so schnell leer wird. Wie mache ich das? Ausweilen. Ja. Akzeptieren. Und was haben wir hier noch? Geldautomaten Hackboost. Juhu! Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomat erhält. Kostet gleich 3 Punkte, aber weil ich so eine geldgierige Sau bin, nehme ich es gleich. Akzeptieren. So, was mache ich dann noch? Jetzt habe ich noch eins übrig, nämlich die Hochbahnsteuerung. Nehme ich die Brücke oder nehme ich das hier? Ich nehme das hier, weil es einfach am lustigsten ausschaut, wenn man die Polizisten so verarscht. Passt. Ah, jetzt sehe ich gerade, ich kann ja auch andere Sachen. Ja, wenn ich das davor gewusst hätte. Es gibt nicht nur Hackenfähigkeiten, es gibt auch Fahrensfähigkeiten. Ja, die bräuchte ich vielleicht. Dann gibt es auch noch die Kampffähigkeiten. Und hergestelltes. Schauen wir uns alles natürlich dann genauer an. Ah ja, hier alles nochmal schön in der Übersicht. So, schauen wir uns mal hier um. Hacken. Gehen Sie schlafen. Eigentlich bin ich ja gar nicht müde, Mann. Aber gerade nicht mehr erst angefangen. Ruhen Sie sich... Na, erstmal ausruhen. Ruhen Sie sich in Ihrem Versteck aus. Oder in Ihrem Verstecken. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Hört sich doch gut an. Außerdem wird Ihre Fandungsstufe, ja, zurückgesetzt. Auch praktisch. Einfach nur schlafen, alles ist vorbei. Wenn doch alles so leicht ginge, dass man einfach mit Schlafen seine Probleme löst. Während laufender Missionen nicht verfügbar. Ja, okay, dann doch nicht so einfach. Aber okay, wer will auch während seiner Mission schlafen gehen? Dann schauen wir doch mal. Ich habe eine Garderobe. E-Garderobe. Ich habe ein Mafiosi-Outfit. Der 1920er. Dann ein Chicago South Club. Ein Cyberpunk und ein Rächer. Schauen wir mal das Cyberpunk an. Diesen Stil auswählen. Oder? Ja. Naja, wie so ein Gangster. Ich schaue eigentlich immer aus wie ein Gangster. Schauen wir uns das mal an. Schaut auch nicht schlecht aus. Schauen wir uns die Mafiosi noch an. Das hat irgendwie Stil. Ha. Doch, ich nehme das. Das hat einfach so viel Stil, dass ich es jetzt haben will. Oder? Ja, doch. Ich laufe einfach halt so. Als solch herum.
dann eine chemische Komponente nochmal aufgenommen und nochmal eine chemische Komponente. Nee, eine instabile chemische Komponente. Ja, natürlich nehme ich die mit. Instabil muss ich immer bei mir haben. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ein elektronisches Teil. Nehmen wir auch gleich mit. Ein abgefangenes Audio-Log. Und hier ist noch was. Windows. Ne, erstmal das abgefangene Audio-Log. Cool. Okay. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Mhm. Aiden Pierce, Audiodatei 5. Na, dann gehen wir mal schlafen. E benutzen. Zeit einstellen, ne? Wann mag ich ihn aufwachen? Na, wie früh ist es eigentlich jetzt? Sehe ich ja gar nicht. Wecker einstellen. Stellen wir doch Wecker doch wirklich auf 6 Uhr. Ist eine schöne Zeit. Und schlafen gehen. Und dann sage ich, ja. Das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Wir gehen schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht hat es euch gefallen, das war eine ziemlich chaotische Folge. Fahren kann ich nicht, hat man ja gesehen. Und naja, mal schauen, wie es weitergeht. Also bis dann. Ciao.